Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich euch auf eine kleine Zeitreise mitnehmen, nach der wir vielleicht alle noch etwas besser zu schätzen wissen, was wir an Diablo 2 Resurrected haben. Klar gibt es noch einige Quality of Life Verbesserungen, die ruhig mal implementiert werden könnten, wie zum Beispiel stapelbare Runen und Edelsteine oder auch Objekte wie die Überdrüstram-Schlüssel könnten ruhig stapelbar sein. Doch wir schauen heute einmal zurück zu den Wurzeln, wie damals alles angefangen hat. Wow, what can I do for you? Tristram war einst ein nettes kleines Dörfchen in Kanduras. Bevor es von Diablos Dienern zerstört und Griswold getötet wurde, war dieser einst der Schmied im Dorf. Hello, my friend. Stay a while and listen. Einer, der es geschafft hat, damals zu fliehen, Deckard Cain. Der Typ muss echt schon steinalt sein. Schon damals hat er gerne Spielern ihre Hoffnung auf ein gutes Item zerstört. Außerhalb der Siedlung konnte man den kleinen jungen Wirt finden, der manchmal wahre Schätze verkauft, einen aber auch oft genug übers Ohr gehauen hat. In Resurrected finden wir nur noch sein Bein, das bekanntlich zum Öffnen des geheimen Q-Levels benötigt wird. Psst, over here. Kühe gab es damals übrigens auch, weshalb schon zu Diablo 1 Zeiten über ein geheimes Q-Level spekuliert wurde. Dies haben die Entwickler dann später offensichtlich wahrgemacht. What ails you, my friend? Außerdem gab es noch Pippin den Heiler und etwas oberhalb der Siedlung die Hexe Adria, die mit magischer Ware gehandelt hat. Niemand weiß, was aus den beiden geworden ist. I sense a soul in search of answers. Dafür wissen wir aber, was aus den drei möglichen Spielercharakteren geworden ist, die kommen nämlich alle auch in Diablo 2 vor. Die Jägerin wurde zu Blutrabe, der Magier zum Geisterbeschwörer und der Krieger ist der dunkle Wanderer höchstpersönlich. Nun zur Spielmechanik. Eine Sache, die für uns heute unvorstellbar wäre, es gab bei Diablo 1 keine Kiste zum Items einlagern. Bei Diablo 2 war die Kiste anfangs sehr klein, wurde mit der Erweiterung Lord of Destructions vergrößert und seit Resurrected haben wir auf den Charakteren Truhen mit 100 Slots plus nochmal drei genauso große geteilte Truhen. Bei Diablo 1 gab es einfach mal gar keine Truhe. Und damit nicht genug. Gold hat Platz im Inventar verbraucht. Auf einem Inventarplatz konnten maximal 5000 Gold liegen. Beim Überschreiten wurde ein neuer Haufen angefangen. Irre, oder? Please, listen to me. The Archbishop Lazarus, he led us down here to find the lost prince. The bastard led us into a trap. Now everyone is dead, killed by a demon he called the Butcher. Avengers, find this butcher and slay him, so that our souls may finally rest. In Diablo 1 konnte übrigens jede Charakterklasse alle Skills lernen, ob Kettenblitz, Feuerball oder Golem beschwören. Durch das Lesen eines Buchs bekam man den Skill freigeschaltet, durch das Lesen weiterer Bücher des Skills hat man den Skill auf ein höheres Level gebracht. Allerdings wurde die Magieanforderung, um es zu lesen, dabei immer höher, sodass der Magier die Zauber am Ende natürlich schon am besten beherrscht hat. Mit den Zaubern hat man übrigens nicht nur Monstern Schaden zugefügt, sondern auch sich selbst oder seinen Teammates. Deshalb musste man damit aufpassen. Ein paar Skills, die es früher gab, aber dann verschwunden sind, Versteinern und Flammenbälle. Thank you.
Andere Skills wie zum Beispiel Teleport, Heiliger Blitz, Feuerwand oder Hydra gab es damals wie heute. Selbst die Knochengeister des Totenbeschwörers, die auch irgendwie echt cool aussahen. Was damals übrigens auch ein Zauber war, den man lernen konnte, Stadtportale öffnen und Gegenstände identifizieren. Das wäre in der Tat auch in Diablo 2 praktisch. Unique Items gab es auch schon in Diablo 1, allerdings hatten diese auch oft ein paar negative Attribute mit dabei. Sets oder Rares gab es nicht, nur normale, magische und Unique Items. Sockelfassungen und alles, was da rein kann, kam erst bei Diablo 2. Die Schreine in Diablo 1 konnten auch nicht nur Positives bewirken und manche Schreine haben Eigenschaften am Charakter sogar permanent verändert. Man musste damals also sehr vorsichtig damit sein. Einige der Monstertypen aus Diablo 1 gibt es auch in Diablo 2, zum Beispiel Goblins und Skelette, Ziegenmänner und Fledermäuse, sowie Drachenfürsten oder Hexen. Super Unique Monster hat es damals auch schon gegeben. Das erste, dem man begegnete, war der Butcher. Fresh meat. The spirits of the dead are now avenged. Anschließend der legendäre Skelettkönig Lerik. Seinen Arm finden wir in Diablo 2 als Nekrostab wieder. Rest well, Leoric. I'll find your son. Abandon your foolish quest. All that awaits you is the wrath of my master. You are too late to save the child. Now you enjoy it. In der Hölle auf dem Weg zu Diablo gab es dann noch den Erzbischof, bevor man dann den Endgegner des Spiels zu Gesicht bekam. Ein wirklich nostalgischer Anblick. Your madness ends here, Betrayer. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Trip in die Vergangenheit gefallen. Ich verabschiede mich damit. Macht es gut und möge der Loot mit euch sein.
The Soul Stone burns with hellfire as an eerie red glow blurs your vision. Fresh blood flows into your eyes, and you begin to hear the tormented whispers of the damned. You have done what you knew must be done. The essence of Diablo is contained, for now. You pray that you have become strong enough to contain the demon and keep him at bay. Although you have been fortified by your quest, you can still feel him, clawing his way up from the dark recesses of your soul. Fighting to retain control, your thoughts turn toward the ancient mystic lands of the Far East. Perhaps there, beyond the desolate wastes of Arranach, you will find an answer. Or perhaps, salvation. Kommt schon. Folgt mir.